Leute, ich mache mich gerade fertig und ja, hi, erschreckt erstmal nicht, wie ich aussehe mit meinem wunderschönen Interpickel hier auf der Stirn. Keine Ahnung, jedenfalls habe ich heute relativ viel vor. Ich habe mir gestern nochmal meine Haare aufgefrischt, weil ich bin nass noch ins Bett gegangen bin, was nicht so gesund ist, macht das nicht. Jedenfalls habe ich heute ein Fotoshooting mit dem lieben Jan von Jan Weise Fotografie. Und das ist das erste Mal, dass wir shooten. Wurde jetzt auch ganz spontan ausgemacht, weil wir sonst wahrscheinlich nie einen Termin gefunden hätten, weil ich immer keine Zeit habe wegen Schule und er umgezogen ist und keine Ahnung. Deswegen haben wir das jetzt einfach mal ganz spontan gemacht. Und ich denke mal, wir werden das irgendwo in Leipzig shooten, in der Stadt vielleicht. Keine Ahnung, mal schauen. Das Wetter ist leider nicht so viel versprechen, das ist ein eher grauer Himmel. Naja, so, ich halte nach Leipzig 14 Uhr, dann machen wir das Fotoshooting und dann fahre ich weiter zu meinem Freund, ihn besuchen gehen. Und ja, bis dahin werde ich dann wahrscheinlich noch Sport machen, duschen gehen, mich fertig machen. Da kann ich ja auch ein bisschen was für euch mitfilmen. Also das soll einfach nur so ein Vlog durch den Tag werden und so sehe ich aus, wie ich komplett frisch aufgestanden bin. Also ich war schon frühstücken und alles drum und dran, aber naja. Wen interessiert's? Also ich werde euch das mitfilmen, aber natürlich nicht jetzt duschen. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Glöckchen, was sagst du dazu? Glöckchen sagt nie was. Die sagt nur was, wenn sie raus will. Stimmt's? Oder wenn du mich früh um 5 wächst und mir übers Gesicht läufst, weil du fressen haben willst. Das sieht sie einfach gar nicht.
ich liebe diese App. Und noch 27 Punkte, dann bin ich Level 9. Yeah! Level up. Das war anstrengend. Mein Herzpunkt. Aber seht euch mal die Aussicht an. Das ist mir irgendwie nie aufgefallen, dass wir hinter unserem Garten so einen geilen Wald haben. Man ist immer hier, man hat es für selbstverständlich genommen. Aber jetzt sieht man erstmal, wie geil das eigentlich ist im Frühling, weißt du? Gut, man sieht es nicht so gut durch das Fliegengitter. Aber naja. So. Jetzt geht's doch schnell. Ja, ich habe Sport gemacht, war duschen und jetzt habe ich mir noch eine Maske aufgelegt. Mittlerweile ist es, glaube ich, 23:45. Ja. Dann gibt es noch lecker Mittag und dann könnte ich auch langsam mal losgehen. Beziehungsweise mich erstmal fertig machen. Vergesse ich mittlerweile schon komplett und die Katze schnuffelt immer noch. Sieht einfach nur aus wie so ein schwarzer Fleck. Und ja, ich habe was an, nämlich ein Handtuch. Nicht, dass ihr mir jetzt wieder auf falsche Gedanken kommt. Fertig machen habe ich euch jetzt nicht mitgefilmt, weil ich ein bisschen im Stress bin. Und ich werde jetzt auch gleich losmachen. Also bis gleich. So, wir sind jetzt am Hauptbahnhof. Das ist der Jan. Hi. Und wir gucken jetzt mal, wo wir shooten gehen. Wahrscheinlich im Park oder Augustusplatz. Mal gucken und ja, bis gleich. So, das Shooting war echt gut. Ich bin voll gespannt auf die Bilder. Ich werde die euch natürlich gleich, wenn ich den habe, im Anhang, also hinten im Video noch zeigen. Ja, und jetzt geht's auch nach Schkeuditz zu meinem Freund. So, Leute. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ich bin auch schon abgeschminkt und ich werde jetzt meine Extensions rausmachen und Videos gucken und einschlafen und Schokolade essen. Bin so kaputt. Eigentlich haben wir noch ein bisschen geshootet und dann bin ich halt zweimal 20 Minuten gelaufen, war bei meinem süßen Alex. Ich bin so fertig. Ich könnte jetzt wieder eigentlich nur noch einmummeln und schnuffeln. Schnuffeln! Es gibt nichts Besseres als schnuffeln, Leute. Ist wirklich so. Na gut, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ja. Wenn, dann lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert. Was? Mir fällt nie ein, was ihr kommentieren sollt, wirklich. Kommentiert, was ihr wollt. teilt das Video, wenn ihr wollt. Wollt mir wie immer sehr helfen. Und genau, der Jan, mit dem ich das Fotoshooting hatte, der hat natürlich auch eine Facebook-Seite. Und die habe ich euch mal in der Infobox verlinkt. Und ja, schaut da mal vorbei. Der macht wirklich echt geile Bilder. Ja, und bis ich das Video jetzt schneiden und online stellen kann, muss ich erstmal warten, bis ich die Bilder habe. Dass ich die euch dann gleich im Anschluss jetzt zeigen kann. Ich bin sehr gespannt, was das draus gemacht hat. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Hallo meine Süßen. Ich habe noch eine ganz spontane Message an euch. Auf der Facebook-Seite von VP Fashion, auf der deutschen, gab es ein Gewinnspiel. Und da wurden mehrere Bilder von Haarfarben von Leuten ausgewählt, die an einem Gewinnspiel teilnehmen können. Und zwar gibt es da einen Amazon-Gutschein zu gewinnen und ich bin in der engeren Auswahl mit meinen Regenbogenhaaren. Wenn ich diesen Gutschein gewinnen sollte, dann würde ich einen Teil des Geldes davon nutzen, euch ein schönes Gewinnspiel zu machen. Wie ihr für mich stimmen könnt, das geht ganz einfach. Ihr geht einfach auf die Facebook-Seite von de.vpfashion und ja, meine Haarfarbe ist die Nummer 3 und in den Kommentaren hat VP Fashion ganz viele Kommentare geschrieben von 1 bis 12. Ihr braucht einfach nur den Kommentar mit der Nummer 3 liken. Oder könnt ihr auch noch 3 in die Kommentare schreiben. Das wäre auch ziemlich süß von euch. Und ihr könnt den Beitrag ja auch teilen. Und sagen, dass die Leute für mich mitstimmen sollen. Wie gesagt, wenn ich gewinnen sollte, mache ich euch ein schönes Gewinnspiel. Und ja, das war's auch schon.